Servus bei AnkerTV. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute geht's um Drogen, Rave-Partys, Prostitution, eine Schweinefarm, einen Serienkiller. Wir sprechen nämlich über den Film Big Killer und am Ende dieses Videos gibt's noch den Trailer zum Film. Also Kanal abonnieren, zurücklehnen und los geht's! Der Film Big Killer ist ein amerikanischer Film aus dem Jahr 2023 vom Regisseur Chad Farrin. Dieser Film ist als Horror-Thriller einzustufen. Ich habe vor dem Film diese Blu-ray. Diese Blu-ray erscheint am 9.11.2023 und wird von Busch Media Group veröffentlicht. Es gibt übrigens auch ein schönes Mediabook von diesem Film. Dieser Film hat eine FSK ab 18 Freigabe bekommen und hat eine Gesamtlänge von 122 Minuten. Und es steht eh schon drauf, dieser Film ist ungeschnitten und es gibt von diesem Film auch keine gekürzten Fassungen. Also alle Fassungen, die ihr im deutschsprachigen Raum von diesem Film bekommt, sind ungeschnitten und ihr könnt den Film in voller Länge genießen. Und der englische Titel des Films ist übrigens Pork Chop Rot. Dieser Film basiert auf dem realen Fall des kanadischen Serienmörders Robert Picton. Picton hat auf seiner Schweinefarm ca. 50 Frauen umgebracht und im Häcksler zerkleinert und an die Schweine verfüttert. Man weiß nicht ganz genau, wie viele Frauen er wirklich ermordet hat, aber er dürfte wohl der kanadische Mörder mit den meisten Kills sein. Also er ist der Serienmörder, der die meisten Frauen in Kanada umgebracht hat. Diese Frauen hat er großteils im Rotlichtmilieu aufgegabelt, also oft Prostituierte. Ja, hat er eben auf seine Farm gelockt und hat sie getötet. Und es wird auch vermutet, dass sein Bruder und auch der Schweinelieferant bei dem ganzen Spiel mitgewirkt haben. Also die haben von diesem Morden gewusst und man vermutet, dass sie dabei auch ja, mitgemacht haben. Und dieser reale Fall beschreibt die Handlung des Films schon sehr gut. Die Namen wurden allerdings geändert. Der Killer heißt im Film Willy. Und es geht eben genau um das. Willy sucht sich Frauen eben auch im Rotlichtmilieu, lockt sie auf die Farm und tötet sie. Man sieht auch so ein bisschen die Vorgeschichte von Willy. Also man bekommt im Laufe des Films mit, dass er eben von seiner Mutter auch missbraucht worden ist. Und das hat ihn wohl auch zu dem gemacht, was er heute ist. Und ja, was sehen wir in diesem Film alles? Also wir sehen natürlich Morde, wir sehen auch wie beim realen Fall, dass er Frauen an die, also halt getötete Frauen an die Schweine verfüttert. Wir sehen auch Vergewaltigungen. Das Ganze klingt jetzt recht heftig. Ich muss aber sagen, dass ich den Film tatsächlich nicht als so heftig empfunden habe. Wir haben in dem Film über weite Strecken hinweg Dialoge, Gespräche und haben dann eigentlich nur zwischendurch immer wieder diese Gewaltszenen, eben die Morde, die Vergewaltigungen. Und ich finde, diese Gewaltszenen wirken nicht so heftig durch die musikalische Untermalung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Film will nicht ganz ernst wirken. Also ich habe oft so ein bisschen das Gefühl gehabt, während diesen Gewaltszenen, dass die Musik eher, ja, ich sage mal, leicht lustig ist und dadurch diese Szenen nochmal ein bisschen entschärft werden. Wir haben natürlich diese Gewaltszenen im Film, aber er ist wirklich nicht sehr heftig. Auch die Vergewaltigungsszenen sind nicht sehr explizit dargestellt. Wir sehen da oder dort einmal einen Penis, es wird aber nicht voll auf die Geschlechtsorgane draufgehalten. Viel mehr Nacktheit hat der Film auch nicht zu bieten. Am Ende des Films sucht sich Willy, also der Serienmörder, noch sein 50. Opfer. Und der ist schon recht hot, muss ich sagen. Den möchte ich euch noch zeigen. Also, den sieht man mal ein bisschen in Unterwäsche. Aber wie gesagt, ansonsten beinhaltet der Film kaum
Nacktheit. Ob sie, also das 50. Opfer, überleben wird oder nicht, das werde ich an der Stelle aber nicht spoilern, weil wenn ihr euch den Film anschaut, soll der ja für euch auch noch spannend bleiben. Alles in allem muss ich sagen, dass der Film Big Killer meiner Meinung nach nur ein mittelmäßiger Film ist. Darum bekommt dieser Film von mir 5 von 10 Punkten. Warum ist dieser Film für mich nur ein mittelmäßiger Film? Meine Erwartungen an diesen Film waren schon recht hoch. Auch der Trailer, finde ich, schaut sehr vielversprechend aus. Allerdings, ich habe es eh schon vorher gesagt, der Film ist über weite Strecken hinweg sehr storylastig. Also wir haben sehr viel Dialoge, es wird sehr viel geredet und es sind nur wenige Stellen, an denen wirklich was passiert. Natürlich hat dieser Film seine Gewaltspitzen. Ich meine, wir sehen eine Vergewaltigung, da steckt eine Spritze im Auge der Frau. Aber auch diese Gewaltspitzen entschärft eben meiner Meinung nach die Musik. Ich finde einfach, der Film, ja, also auf mich wirkt er so, als würde er sich selbst nicht ganz ernst nehmen. Aber der Film hat 122 Minuten Länge, also über 2 Stunden. Und für diese Laufzeit passiert mir in dem Film zu wenig und er ist mir einfach zu storylastig. Hätte man den Film ein bisschen zusammengekürzt und den Film mehr, ich sage mal, auf diese unterhaltsamen Szenen komprimiert, dann wäre der Film, glaube ich, wesentlich kurzweiliger gewesen und wesentlich unterhaltsamer gewesen. Die technische Umsetzung des Films und die schauspielerischen Leistungen, die sind aber wirklich gut. Da wurde alles richtig gemacht, also Daumen hoch dafür. Und auch die Musik war gut. Ich habe ja vorher gesagt, die Musik hat die brutalen Szenen etwas entschärft, aber die Musik war nicht schlecht. Sie war eher ein bisschen lustig, sage ich mal unter Anführungszeichen, aber die musikalische Untermalung war gut. Das war's mit meinem Review zum Film Big Killer. Wenn ihr den Film auch gesehen habt, dann schreibt es mal in die Kommentare, wie euch der Film gefallen hat. Jetzt ist noch ganz wichtig, wenn du nicht in einem Schweinehäcksler enden willst, dann musst du jetzt natürlich noch diesen Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, für euch. Hallo, heißes Würstchen. Hallo, steig ein. Wer ist der Typ? Welcher Typ? Der da, der uns die ganze Zeit auscheckt. Ich bin Willy Pickman. Der Wichser weiß auf jeden Fall, wie man eine Party schmeißt. Viele Drogen, Schnaps, Orgien. Die Puppen gehen rein und kommen nicht mehr raus. Glaubst du den Mist? Tom, ich kann nicht glauben, dass ich so tot war. Ich fühle mich komisch. Was war da drin? Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Das Schwein ist hier! Das ist Balthasar. Nein, ich hab's mir überlegt. Ich will nach Hause. Steck das kleine rosa Ding in mein Matschloch. Der Kreislauf des Lebens. Etwas muss sterben, damit die anderen überleben. Ist das nicht das beste chinesische Essen, das du je in deinem Leben hattest? Sitzt hier schon jemand? Jetzt schon. Wohin fahren wir? Das letzte Mal habe ich sie in Piggys weißen Truck einsteigen sehen. Cheers.